Grüß Gott, liebe Leute. Ich melde mich nach einer längeren Pause, die ich fast nonstop mit Schreiben verbracht habe, wieder mit mal wieder einem Video. Und zwar bin ich jetzt ungefähr durch mit der Rohfassung des neuen Buches. Es geht dabei um eine komplette Interpretation des Silmarillion von Tolkien. Also wo die ganze Schöpfungsgeschichte und Vorgeschichte der Geschehnisse im Hobbit und Herrn der Ringe erzählt wird. Und gebe heute mal einen ersten Überblick über den Zeitrahmen, der im Silmarillion verschlüsselt ist. Und zwar habe ich irgendwann, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder so, oder länger, irgendwo gehört, dass das dunkle Zeitalter ungefähr 5100 Jahre dauern soll und das nächste, also das bronzene Zeitalter ungefähr knappe 8000 Jahre. Und ich habe mich dann lange gefragt, in welcher Relation diese Angaben zum großen Jahr stehen. Also ich denke, dass die meisten von euch werden schon mal vom großen Jahr oder platonischen Jahr gehört haben. Das ist ein Zeitraum von 25.920 Jahren. Das ist die Zeit, die unser Sonnensystem braucht, um einmal sich praktisch durch den Raum zu drehen und zu sich selbst zurückzukehren. Und messen während eines Menschenlebens lässt sich das kaum, weil der Hintergrund der Sonne im Laufe eines Menschenlebens also sich kaum verändert. Und zwar dauert es 72 Jahre, damit sich der Hintergrund um 1 Grad dreht. Und den Punkt misst man für gewöhnlich am Tag und Nacht gleich im Frühling, also am Frühlingspunkt, um dann immer genau messen zu können, wie weit sich die Erde, das Sonnensystem selbst gedreht hat. Die 72 Jahre für 1 Grad, die 72 ist ja auch eine sehr wichtige Zahl bei den Mayas und dem Maya-Kalender. Das ist halt, weil es diese 72 Jahre ist für 1 Grad. Und wenn man die 360 Grad des Kreises multipliziert mit diesen 72 Jahren, die es für 1 Grad braucht, dann ist man halt bei 25.920 Jahren. Die Zeit, die dabei das Sonnensystem braucht, um durch einen der 12 Sternkreiszeichen zu wandern, ist dann ein Zwölftel natürlich, also 2160, glaube ich, Jahre. Und das ist dann ein Zeitalter. Und ihr werdet wahrscheinlich auch schon gehört haben, dass wir uns jetzt hier irgendwo am Ende des Fischezeitalters befinden und demnächst das Wassermannzeitalter kommen soll. Also, ich habe mir Gedanken gemacht, in welcher Relation stehen die Zeit, also die mir genannten Angaben für für das dunkle und das nächste Zeitalter zum großen Jahr, und hatte irgendwann auch vor Jahren das Gefühl, dass die Pyramide, also die geometrische Form der Pyramide selbst und an sich ein Symbol oder eine Verschlüsselung des großen Jahres ist. Und ich habe dann überlegt, dass ich die Form der Pyramide, wenn man sie genau aus der Vogelperspektive schaut, also genau von oben, dann sieht man halt dieses Quadrat und ein X dadurch. Und das ist die Spitze der Pyramide von oben gesehen. Und wenn man dann die Pyramide zerlegt in die Elemente der ersten 3 Dimensionen, also erste Dimension sind ja Linien,
zweite Flächen und dritte ist dann der Raum. Dann bekommt man 6 Linien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die 4 Dreiecke an den Seiten und natürlich die Pyramide selbst als 5-eckiger Raumkörper. So, wenn man Linien haben zwei Enden, Dreiecke, also Linien sind ein Symbol für die 2, Dreiecke sind ein Symbol für die 3 und der pyramidiale, das pyramidiale Fünfeck ist ein Symbol für die 5. Man hat dann also 6 mal die 2, 4 mal die 3 und einmal die 5. Wenn man die multipliziert, dann hat man die Primzahlzerlegung des großen Jahres. Also das ist multipliziert miteinander, sind das 25.920 und das ist genau die Zeit, unser Sonnensystem braucht sich einmal im Raum, im Kreis zu drehen. Und das ist, wie gesagt, in der bloßen Form der Pyramide so verschlüsselt. So, dann habe ich mir überlegt, wenn man da die Zahlen, also die Primzahlen ja auch Dimensionen symbolisieren, die 2 für die erste, die 3 für die zweite und die 5 für die dritte Dimension. Und man nimmt die höchste Dimension weg, das ist die 5, dann hat man praktisch das Symbol für das niedrigste Bewusstsein. Und das ist, wenn man diese Zahlen bis hier multipliziert, dann bekommt man tatsächlich die 5184 Jahre, von denen ich vermute, dass das die Dauer des dunklen Zeitalters ist. So, und wenn wir dann weitergehen. Und das große Jahr jeweils als einen Kreis darstellen. Also, das ist der Lauf des Sonnensystems einmal durch den Raum. 25.920 Jahre, dann das Ganze nochmal. Und das Ganze nochmal. Und hier ganz am Ende, wir haben ja eine Abwärtsentwicklung vom goldenen Zeitalter zum silbernen, zum bronzenen und dann zum dunklen. Und dann hat man hier die 5184 Jahre. Dann hat man den Rest zu einem halben Jahr als bronzenes Zeitalter. Das sind die 7776. Das ist also sehr nah an dem Wert von knapp 8000, den ich gehört hatte damals. Und dann hätte man ein halbes großes Jahr für das silberne Zeitalter und hätte also für silbernes, bronzenes und dunkles Zeitalter zusammen genau ein großes Jahr, weil ja auch eine der Maßgaben für die Zeitalter ist, dass jedes dunkler werdende Zeitalter kürzer ist als das vorhergehende. Also am längsten ist das goldene, am zweitlängsten das silberne, am dritt das bronzene, das dunkle Zeitalter ist am kürzesten, weil vielleicht würde die Menschheit auch gar nicht das überleben, wenn es länger wäre. So, ich hatte überlegt, wenn, also ich komme auf die zwei, weil zwei kompletten Zyklen für das goldene Zeitalter, weil ich hatte überlegt, wenn man sich vorstellte, dass ein Zeitalterzyklus jetzt nur zwei große Jahre dauern würde, dann wäre das Golden immer noch länger als das Silberne. Aber dann hätten wir für einen kompletten Zyklus zwei große Jahre und die 2 ist keine Ordnungszahl für die Zeit, sondern immer die 3. Deswegen kam ich zu dem Gedanken, dass das zwei komplette große Jahre sein müssen für das goldene Zeitalter. Und dadurch ergibt sich dann, wenn man also drei komplette große Jahre nimmt, in der Multiplikation einen Zeitalterzyklus von 77.760 Jahren. So, wir haben also eine Entwicklung, wenn man sich das vorstellt, das mache ich nochmal in einem separaten Video, wo ich das dann den Ereignissen im Silmarillion zuordne, das wird das nächste werden. Wenn man sich also vorstellt, dass man dieses hohe Bewusstsein hat von goldenem Zeitalter, auf der Höhe und dann geht es runter mit dem Silbernen und dann geht es noch weiter runter mit dem Bronzen und dann geht es richtig
in die Dunkelheit des Egos runter, ins dunkle Zeitalter, dann sind wir heute ungefähr da, ganz am Ende dieses riesigen Zyklus. Zyklus ist von 7.760 Jahren, ziemlich genau hier und vor dem Übergang zu einem neuen Zyklus. So, was hat das Ganze mit dem Silmarillion zu tun? Im Silmarillion sind zwei dieser Zeitalterzyklen nacheinander verschlüsselt. Und zwar beginnt es, also es ist auch die Zeit, wird auch die Zeit erzählt vor, eigentlich vor dem Beginn des ersten Zeitalterzyklus, also die Zeit vor dem Eintritt in Raum und Zeit. Das ist die Zeit der Elben in Aman. Und dann beginnt deren Übergang nach Mittelerde. Das ist die Zeit des Abstiegs, wo wir, also unsere Seelen, dann damals auf die Erde gekommen sind. Das ist jetzt nicht die Seelen der ganzen Menschheit, nur einer bestimmten Gruppe. Das erkläre ich, weiß nicht, vielleicht noch in einem Video. Es wird auf jeden Fall im Buch erklärt. Es ist die Geschichte eines Teils der Menschheit, die im Silmarillion verschlüsselt ist. Und dann haben wir nach dem Übergang der Noldor nach Mittelerde, haben wir erst ein langes Zeitalter, wo sie Melkor umschlossen halten in einem Ring. Und das ist das goldene Zeitalter, das erste goldene Zeitalter. Und dann kommt ein kontinuierlicher Abstieg, wo Melkor immer mehr Macht gewinnt und am Ende die Elben in Mittelerde fast zerstört. Und dann geht es, dann wird es beendet durch den Sturm der Valar und dann geht es ein neues goldenes Zeitalter, das goldene Zeitalter von Numenor, das wieder eine sehr lange Zeit dauert und dann kommt es erneut zum Abstieg, an dessen Ende wir jetzt uns befinden. Und was im Silmarillion verschlüsselt ist, sind die ganzen Bewusstseinsprozesse im Zuge dieses Abstiegs, den wir, also das Bewusstsein, der Bewusstseinsverdunklung, die wir jeweils erlebt haben. Und warum das Ganze erforderlich ist für unsere Entwicklung und wie das Ganze verursacht wurde in der Zeit, bevor wir überhaupt Mensch wurden, als wir im reinen Seelenstatus in der geistigen Welt lebten. So, jetzt wissen wir von eben, dass auch die Pyramide ein Symbol für das große Jahr ist. Das habe ich ja eben gezeigt. Und daher, jetzt blenden wir mal ein, dass ein Foto von den Pyramiden von Gizeh und da sieht man, dass vorne drei kleine und dahinter dann die drei großen Pyramiden von Gizeh stehen. Das heißt, diese kleinen Pyramiden sind ein Symbol für den ersten Zeitalterzyklus, den wir durchlaufen sind, und die großen für den aktuellen Zeitalterzyklus, an dessen Ende wir jetzt stehen. Und wobei das dann, jetzt habe ich die Namen vergessen, also Chephren, also die Kyrenos-Chephren und dann Cheops, wo eigentlich die ganze Action in der Cheops-Pyramide ist, die auch irgendwie immer die interessanteste war. Also, was ich nur zeigen wollte, ist, dass der Zeitrahmen der Zeitalterzyklen, der beiden Zeitalterzyklen, die wir durchlaufen haben, seit wir auf die Erde kamen, der ist auch komplett so im Silmarillion enthalten und mit im Silmarillion dann mit den jeweiligen Prozessen, die wir durchlaufen haben, um uns spirituell weiter und höher entwickeln zu können. Und damit schließen wir mal das Video für heute ab.
Ja, hinterlasst unten eure Fragen und Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert, wenn ihr das noch nicht habt. Und denkt immer daran, wir können in der Welt nur erschaffen, was in unserem Geist ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, dann muss zuerst in unserem Geist Frieden sein. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.